It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, everybody, it's your boy again, Shady Shade, the one and the only Ish being Shady Shade, the Anziger. And today we are back, guys. Today we are going to check out the differences between Austrians and Germans, okay? Austrians and Germans are not the same. They may speak the same language or, well, 99% the same language, but it is not the same. They have a lot of differences, okay? There is a lot, I know. For example, look at the spelling of Austria and Germany. Different. So with that said, let's get this started, even though my joke was a bit dry. Okay, let's go. Was denkst du, der Unterschied zwischen Österreich und Deutschmännchen ist? Österreich. Es gibt einen großen Unterschied. Oh. Groß Unterschied. Big difference. To be honest, yeah, even though I thought or I know that there's a difference between the two countries, yeah, I felt like in the culture it's going to be very similar. That's what I've always thought. Yeah. Was geht's? Also, das ist die erste Zeit mal, ich spreche nur Deutsch. Also, ich habe eine kurze Frage. Was ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutschmännchen? Also, du kannst sehen, ich bin in Bielefeld, Berlin, Linz und Salzburg. Dieser beste Antworten. This guy is impressive. He's learned German. Wow. Also, ja, ich kann nicht warten und tut mir leid für meine Haare. Sorry for my hair. Aber ich kann nicht eine Haarebrüste kaufen oder finden. Das ist sehr Boris Johnson. Boris Johnson. Ja, lass uns gehen. Yeah, you look like a Boris Johnson. Und was denkst du, die Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist? Gute Frage. Also der Unterschied, also vielleicht eher die Sprache, yeah. Weil es ja doch ist, dass Österreicher yeah. oft ein bisschen anders reden als, okay. Als Deutschland. Und ich habe selber Verwandte in yeah. Deutschland und yeah, yeah. die besuchen wir halt dann auch immer öfter. Und was mir da vor allem auffällt, ist, wie unterschiedlich yeah. die doch sprechen, obwohl yeah. beide eigentlich Deutsch yeah. sprechen. Mm. Und it's like Irish speaking English and the British speaking English. Ah, das Verhalten von den Menschen ganz anders ist yeah. teilweise. Es ist voll witzig zu beobachten. Und ja. Hm. Ja, die sind ein bisschen südlicher, ne? Ja. Also ich würde richtig rein geografisch antworten. Also ich, für mich ist es halt ähnlich. Die sind möglicherweise. Ich war in Wien letztes Jahr. Ich habe nicht so großen Unterschied. Also yeah. ich habe nur die Sprache, also, ne? Aber man hat das Gefühl, die sind auf dem Pferd und reiten, wenn sie abzeigen, dann können sie ganz normales Deutsch, so, ne? Hochdeutsch. Yeah. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Vielleicht ein bisschen mehr distanzierter. Ja, ja. So wie in Hannover, schon so genau ja, wie hier. Ja, ja, ja. Nicht wie in Süddeutschland. Also ich erlebe sie tick distanzierter vielleicht. Hm. Wir sind offener. Ja. Ja? Wir sind ein bisschen holländisch, ja? Oh, Austrians are a bit holländisch, a bit Dutch and a bit Germans. And they are more friendly than Germans. Ja, ja. Ja, wir sind, also man muss uns auch kennen, aber wir gehen auf Leute zu. Really? Menschen nicht, die ziehen sich zurück. Yes, yes. Also ich finde, Österreich ist wirklich ein sehr schönes Land. Mm-hmm. Ich finde die Aussprache sehr interessant. Das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, die Leute zu verstehen, wenn die dann so in ihrem Akzent sprechen. Ja, der Unterschied kann ich gar nicht sagen. Also ich finde, die Leute sind halt sehr freundlich. Ja. Vielleicht noch ein bisschen offener als die Deutschen. Ist es? Und ja, generell habe ich mich da wohl gefühlt. Wow. Okay, Austria. Willst du eine Video Maybe sein? I need to visit die Unterschiede zwischen Österreich und Schweiz. Friendliness. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich würde sagen, die Deutschen sind ein bisschen arroganter als wir. Ja. Mm. Ich glaube vor allem, dass die Norddeutschen ein bisschen weniger Humor haben als wir. Ja, ja. Ich glaube aber auch, dass sie zum Beispiel ein bisschen regeltreuer sind als ja, wir. Ja. Ich würde sagen, dass ein Österreicher geht viel eher über eine rote Ampel drüber als ein Deutscher, würde ja. ich sagen. Also als ich auf Klassenfahrt war, was mir da wirklich stark aufgefallen ist, die Stereotypen, die Deutsche haben, haben die da drüben. Die sind da alle im Dirndl und ja. in Lederhosen rumgerannt, ganz normal. Und das no sagt man way. Immer so über Deutsche. Hier ist das ja gar nicht so, aber da drüben
Ja. Ja, andere Sprache gefühlt, obwohl es auch irgendwie Deutsch ist, aber gleichzeitig nicht. Also. Ja. Ist ein bisschen wie Bayern in schlimmer. Ja, ist schlimmer. A little bit Bavarian, but worse. Oh. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Sprache, also ja. Dialekt. Hm. Also du merkst es sofort, du kommst so ein, sagen wir mal, vom Müllviertel zu Berlin, ja. Das ist eine ganz andere Welt. Ja, die Österreicher, die haben auf jeden Fall einen coolen Dialekt. Okay. Gefühlt sind die auch ein bisschen reicher zumindest als die Deutschen. Ah, okay. Und ja, sehr gastfreundlich auf jeden Fall. Ja, Deutsch, ja. Willst du in einem Video sein? Der Deutsch ist nicht so schön. Nein! Soll ich gegen Süddeutschland? Nein. 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 Okay, also ich glaube, der Unterschied ist erstens, dass ich würde sagen, die Natur schöner ist oder es gibt halt mehr Berge, dafür ist Österreich auch bekannt. Ja, ja. Und ich würde sagen, dass die Deutschen, also man sagt den Deutschen nach, dass sie sehr, soll ich sagen, sehr logisch sind. Ja, okay. Ja. Und dass sie sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht so sehr Gefühlsmenschen sind wie die Österreicher, sondern eher... Okay. Now this guy is buttressing the point that Austrians are friendlier than Germans. Austrians are easier to get along with. Austrians are more open than Germans. Almost the opposite of Germans. But their dialect is a bit... Den Sinn hinter der Sache sehen und auch so, man nennt es knausrig sind. Also der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, meiner Meinung nach, ist Österreich ist schöner. Mm. Ja, es ist immer so, also meiner Meinung nach. Okay. Die Luft ist auch besser da und die Menschen sind irgendwie auch freundlicher. Friendly again! Wenn ich einkaufen war oder irgendwie so in einem Supermarkt, so freundlich. Hallo, wie geht's? Tschüss. Und hier in Deutschland sind die so frech, so, was heißt frech, aber so freundlicher hier. Kälter, ne? Ja, ja. Aber vielleicht liegt es auch in der Hannover, dass es so ist. Dass Hannover, also kalt der Norden, sag mal so. Ja, ja. Ja, Hamburg ist genauso ähnlich. Hamburg, ja. Yeah. Österreich ist einfach schöner als wie Deutschland. Ja, ja. Österreich hat einfach, Österreich ist Österreich. Ja, ja. Ist einfach. Is Austria more beautiful than Germany? You're telling me Austria is more beautiful than Germany? All the castles I've seen in Austria and in Germany, I mean, and even I've been there physically. You're telling me Austria, Österreich, is more schön than Deutschland? Besser. Ja. Und Österreicher sind einfach schöner drauf als wie die Deutschen. Hashtag Österreich. Okay. Ich glaube, in Deutschland sind die Leute ein bisschen ernster als die Österreicher. Und Österreicher haben sehr schöne Berge und leckere Schokolade und ja, sind insgesamt, glaube ich, ein bisschen lockerer und haben natürlich einen anderen Akzent als wir, sprechen ganz anders. Aber sonst sind sie sich wahrscheinlich recht ähnlich. Was magst du gern über die Deutschleute? Like, Ja, also ich muss dazu sagen, dass die Österreicher die Deutschen nicht so besonders mögen. Oh, really? Aber das hat wahrscheinlich was mit Geschichte zu tun. Ja, ja, ich habe nichts gegen Deutsche. Ja, ja, ja. Weil ich bin auch sehr multikulti. Ja, ja, okay. Es ist doch. Okay. Akzeptieren. Ja, ich habe auch sehr viel mit Deutschen zu tun, weil ich, aber ich habe auch mit Arabern oder anderen kulturellen Gruppen zu tun, weil ich die Leute therapiere. Ja, ja? Ja, ja. Und da muss ich schon auf Leute zugehen können, weil sonst bin ich verkehrt in meinem Beruf. Was ist dein Lieblingsteil aus Österreich? Like Liebling, Vins? Favorite. Wiener? Wien. 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 Ja. Schade, tut mir leid für die Deutschleute. Wien. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Wien. Yeah, W-I-E-N. Ja, österreichisch Dialekt ist hart zu verstehen? Nee, dein Dialekt ist zu hart. Schade. It's your dialect. Your dialect. Hard to verstehen? Nee, dein Dialekt ist zu hart zu verstehen. Dein Dialekt. Schade. He said his dialect. Die Deutsch Sprache ist so hart zu verstehen? Nicht hart zu verstehen, aber sie klingt ein bisschen nervig, finde ich. Also sie klingt nicht so gut wie das Österreichische, finde ich. Yeah. Oh, he's saying Germans don't sound as nice as Austrians. Ach. Schweizerische ist schwer zu verstehen, finde ich. Okay. Aber das Deutsche kannst du verstehen. Ja. Es geht mir ein bisschen lang. Ja. Ja. Kannst du österreichische Deutsch verstehen? So like, habe der dich, Gesamme, Kino?
was. Ja, es ist die österreichische Deutsch. Ich weiß aber nicht, ob es an deinem britischen Akzent liegt. Also normalerweise geht das so einigermaßen, ja. Wer hast, ist Digge in hier auch? Ja, schon. Ja? Also so ein bisschen, also jetzt nicht so viel, aber hin und wieder kommt man mal sicher so, yo, Digga, was geht? Und so. Was magst du gern über die österreichischen Leute? Like, ja, ich würde sie gerne hier einladen, so, ne? Damit ich mehr von denen erfahre. So viel kenne ich, weiß ich nicht. Also ich war halt da, wie gesagt, also alles hat mir gefallen, mit Leuten hatte ich viel zu tun, aber nur weibliche Leute. Ja, ja. So, ne? Die sind super, die sind toll, die sind offen und also cool. So, das ist alles. Vielen Dank für jede Person in diesem Video gemacht. Also ich habe eine Frage für euch. Was denkst du, die Unterschiede zwischen Österreich und Deutsch Menschen ist? Also ja, jetzt habe ich ein Patreon gemacht. Also vielleicht du kannst mir helfen, so mehr Video gemacht. Also ich habe keine Idee, wie teuer so eine Video gemacht ist. Und ja, hoffentlich meine Deutsch ist so schlecht. Und ja, Baba zu den österreichischen Leuten und ciao zu den deutschen Leuten. Yo, nice one, nice one. Yeah, he did a very nice one, very nice one. I think you enjoyed this video. I mean, the difference between Germany and Austria, for me, I need to go there to find out. Yeah, I need to go and find out. But so far, a very interesting video. Yeah, very positive, very positive. We saw the real people's reactions and what they thought about it. And your true Brit, well done. I'm subscribed. I've been subscribed a long time. And guys, support him to make more videos. All right then, guys. Now I've learned a bit about the Germans and the Austrians, okay? So the Germans, the Austrians are friendlier than the Germans. The Austrians are more open than the Germans. They said Austrian language sounds better than the German one, but the Germans think the Austrians have a dialect that is a bit weird. Yo, that is crazy. That is crazy. And then some people saying that Austria is more beautiful and then Germany is more beautiful. Anyway, guys, if you check out this video, all that's left for me now is to go check it out for myself. Anyway, I'm gonna catch you in the next video. It's gonna be a peace out, guys. Oh, and I promise that I'll leave.